Auch wenn es den meisten Menschen nicht bewusst ist, haben die Umstände, unter denen wir geboren werden, einen erheblichen Einfluss darauf, wer wir sind. Die Jahreszeit, in der sie geboren werden, hat einen entscheidenden Einfluss auf das Funktionieren ihrer biologischen Uhr und kann sogar Aspekte ihrer Persönlichkeit offenbaren. Im Laufe der Jahre wurden mehrere Studien durchgeführt, die diesen Zusammenhang tatsächlich belegen. Um zu verstehen, wovon wir sprechen, müssen wir bis ins Jahr 2014 zurückgehen. Es handelt sich um eine Studie, die auf einer Konferenz für Neuropsychopharmakologie in Berlin vorgestellt wurde. Die Ergebnisse scheinen einen Zusammenhang zwischen der Geburtszeit eines Menschen und seinem Gefühlsleben im Erwachsenenalter aufzuzeigen. Diejenigen, die zu einer bestimmten Jahreszeit geboren wurden, haben eine andere Wahrscheinlichkeit, später im Leben eine Stimmungsstörung zu entwickeln. Eine Gruppe ungarischer Forscher untersuchte zunächst die Persönlichkeiten von 400 Erwachsenen und dann die Jahreszeit, in der sie geboren wurden. Sie fanden heraus, dass Menschen, die im Sommer geboren wurden, eher eine Persönlichkeit haben, die durch häufige Stimmungsschwankungen zwischen Freude und Traurigkeit gekennzeichnet ist. Das zyklotymische Temperament war bei den im Sommer Geborenen signifikant höher als bei den im Winter Geborenen. Das hyperthymische Temperament war bei den im Frühjahr und Sommer Geborenen signifikant höher. Diese Menschen haben eine übermäßig positive und fröhliche Stimmung, sind ausgelassen, verspielt und optimistisch. Sie sind sorglos und extrovertiert, suchen immer nach energiegeladenen Aktivitäten und schlafen oft wenig. Unser Geburtsmonat hat also einen entscheidenden Einfluss auf unseren Charakter und unser Temperament. Studien haben gezeigt, dass die Tatsache, in einer bestimmten Jahreszeit geboren zu sein, die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Erwachsenenalter an psychischen Störungen zu leiden. Es hat sich gezeigt, dass die Jahreszeit der Geburt bestimmte Neurotransmitter wie Dopamin und Serotonin beeinflusst. Dies deutet auf einen Zusammenhang zwischen der Jahreszeit der Geburt und den im Erwachsenenalter auftretenden Persönlichkeitstypen hin. Auch der Charakter und die Stimmung werden im Erwachsenenalter durch diese Umstände beeinflusst. Lern-, Gedächtnis-, Gefühls- und Glückshormone sind bei Menschen, die in den Sommermonaten geboren sind, in denen das Licht vorherrscht, in höherem Maße vorhanden. Die Häufigkeit von Stimmungsschwankungen zwischen Traurigkeit und Freude wäre bei den im Sommer Geborenen häufiger, während die Tendenz zum Optimismus typisch für die im Frühling Geborenen wäre. Die im Winter Geborenen neigen eher zu Depressionen, wenn auch etwas weniger als die im Herbst Geborenen. Die im Winter Geborenen neigen deutlich weniger zu einem reizbaren Temperament als diejenigen, die zu anderen Jahreszeiten geboren sind. Die Experten haben noch nicht herausgefunden, welche genetischen Marker für dieses Phänomen verantwortlich sind, aber sie sind sich sicher, dass die verschiedenen Geburtszeiten mit unterschiedlichen Serotonin- und Dopaminspiegeln einhergehen. Wenn sie im Sommer geboren sind und oft als Sonnenanbeter bezeichnet werden, ist das vielleicht kein Zufall. Im Sommer geborene Menschen sind der klassische Typus von Menschen, die ihre Stimmung innerhalb eines Wimpernschlags ändern können. Sie können lächeln, weil die Sonne am Himmel scheint. Sie sind Menschen, die sich an jede Neuheit anpassen, und ein neuer Weg macht ihnen keine Angst. Sie haben keine Probleme, mit Veränderungen fertig zu werden. Allerdings ist ihre Persönlichkeit ausgesprochen wandelbar, sie ändern leicht ihre Meinung und werden oft unruhig. Dennoch hassen sie es, um Hilfe bitten zu müssen. Sie lieben es, ihre Probleme aus eigener Kraft zu lösen, und genau das ist der Schwachpunkt ihres Charakters. Sie wollen sich auf niemanden verlassen, und diese Entscheidung stresst sie am Ende, ohne dass sie es unbedingt müssten. Es gibt 4 Jahreszeiten im Jahr, und sie sind völlig verschieden voneinander. Daher ist es verständlich, dass die Seele und die Jahreszeit, in der man geboren wurde, zusammen eine Persönlichkeit bilden, die untrennbar miteinander verbunden ist und je nach Geburtszeit unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Menschen, die im Frühling und im Sommer geboren sind, haben in der Regel viele Gemeinsamkeiten, aber sie haben auch immer ihre Unterschiede. Die im Frühling Geborenen sind im Allgemeinen sehr optimistisch,
sie sind positiv und enthusiastisch, manchmal sogar übermäßig positiv. Optimismus ist ihre Stärke und sie lassen sich durch nichts unterkriegen. Ihre Denkweise ist: Du hast die Schlacht verloren, das macht nichts, es wird andere Schlachten geben, in denen du deinen außergewöhnlichen Wert unter Beweis stellen kannst. Für sie ist das Glas immer halb voll und sie leben in dem Glauben, dass viele Möglichkeiten auf sie warten. Im Herbst geboren zu sein, gibt uns die Fähigkeit, die Lügen, die uns erzählt werden, leicht zu erkennen. Sie haben einen starken und entschlossenen Charakter, und wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, ziehen sie sie durch, auch wenn sie dafür etwas opfern müssen. Sie haben eine erfolgreiche Persönlichkeit und helfen gerne ihrer Umgebung. In den Studien zeigte sich, dass die im Herbst Geborenen im Vergleich zu den im Winter Geborenen deutlich weniger zu einem depressiven Temperament neigen. Wenn sie zu den Menschen gehören, die in der kältesten Jahreszeit geboren sind, wissen sie, dass sie die authentischste Persönlichkeit haben. Sie setzen sich voll und ganz für andere ein, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Deine Freunde können sich glücklich schätzen, dich in ihrer Nähe zu haben. Du bringst Hoffnung in die Welt, indem du dein Herz öffnest und du lebst ein ruhiges Leben. Du hast es, mit anderen zu streiten, und gerade deshalb bist du oft der Erste, der nachgibt, um Probleme zu vermeiden. Die im Winter Geborenen sind jedoch sehr anfällig für Traurigkeit. Sie neigen dazu, sich ein wenig deprimiert zu fühlen, und es fällt ihnen schwer, die unangenehmen Unebenheiten des Lebens zu überwinden. Das Temperament ist die verhaltensbiologisch und emotional bedingte Tendenz, und diese von ungarischen Forschern vorgelegte Studie zeigt den Einfluss der Geburtszeit auf das Temperament. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn Sie denken, dass es helfen könnte, teilen Sie es bitte.